Ja, wenn man sich den Kader anschaut, muss man ganz klar sagen, das ist schon herausragend, was da so alles auf dem Feld steht. Leipzig, Leverkusen sind dann sicherlich Mannschaften, die du ja in einem Atemzug fast schon mit den ersten beiden nennen kannst und die durchaus die Möglichkeit haben, dort auch ganz vorne mit dabei zu sein, keine Frage. Ja, Timo hat hohe individuelle Qualität, unglaubliches Tempo. Und die Tore, die er schießt, sind ja dann schon auch, haben ja ein gewisses Muster auch immer wieder. Also ich glaube, er sucht und findet immer wieder Räume, indem er dann für das Umschaltspiel auch so steht, dass er den ersten Ball tief bekommen kann. Und wenn er den halt kriegt, dann ist er natürlich sehr schwer aufzuhalten. Jetzt definiert er sich nicht nur darüber. Jetzt hat er am Wochenende auch ein Tor nach dem Standard gemacht. Er stand da auch richtig. Also er weiß schon auch in der Box dann, wo er hinzulaufen hat. Aber Timo ist ja auch nur ein Mensch. Wir haben gute Jungs, wir haben schnelle Jungs da hinten, die in der Lage sind, ihn zu verteidigen. Ja, aber wenn man die Bundesliga dieses Jahr anschaut und guckt, wer da so unterwegs ist, wie die Trainer ticken, dann ist es, glaube ich, grundsätzlich eine Liga, die sehr auf aktivem Fußball basiert, auf vorwärtsverteidigendem Fußball. Und du wirst dann halt relativ häufig Spiele haben, in denen viel Tempo, viele Zweikämpfe drin sind. Und darunter leitet dann natürlich auch manchmal möglicherweise das Spiel mit dem Ball. Und wir alle, glaube ich, versuchen aber trotzdem auf dem Niveau, ist ja klar, hast du den Anspruch auch als Trainer, auch das hinzubekommen. Und trotzdem arbeitest du an dem einen, verlierst vielleicht ein bisschen was am anderen. Und habe mit den Jungs jetzt am Montag mal kurz geredet und habe mir ein bisschen gewünscht, dass wir jetzt vielleicht gegen Leipzig dann einfach auch mal die Handbremse lösen, weil ich schon den Eindruck habe, dass die Jungs natürlich umsetzen wollen, viel nachdenken und dabei genau das, was du beschrieben hast, so ein Stück weit Kreativität und Mut gerade auch auf der Strecke bleibt. Und das holen wir uns aber ganz sicher auch wieder zurück.